Okay. Ja, hallo, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen. Volles Haus, trotz Schneetreiben. Ich möchte Ihnen heute für den VDS die Power des VDS Digital Fitness Check für den Sportfachhandel kurz vorstellen. Einige, die letztes Jahr auch dabei waren, wissen ja, dass wir schon sowas gemacht haben. Wer ist es? Das ist mein Kollege Professor Andreas Dr. Schöler und ich. Wir haben vor circa 3 Jahren gestartet, an der Hochschule uns mit dem Forschungsprojekt Digitalisierung und digitale Transformation intensiv zu beschäftigen. Und wir haben dann in diesen Studienarbeiten eben einen Digital Readiness Check entwickelt, den ich Ihnen nochmal ganz kurz vorstellen möchte. Wir machen auch hier in diesem Themenbereich sehr viel, also als Selbstbewertungsinstrument für Organisationen und speziell eben auch für Handel, Filialbanken, Gruppen oder größeren Versicherungen. Jetzt haben wir zusammen mit dem Stefan Herzog für den VDS den Digital Readiness Check in die Hand genommen, weil diejenigen, die es wissen, wir haben im Vorfeld in diesem Digital Readiness Check sowohl den Sportfachhandel als auch die Hersteller analysiert und aufgrund der Ergebnisse haben wir gesehen, wie wichtig das ist, auch für die Zukunft im Sportfachhandel hier diesen Digital Readiness Check vorzuführen. Und das möchte ich heute kurz vorstellen. Dazu möchte ich Sie auch alle recht herzlich einladen. Was wir jetzt mit dem VDS vorhaben, wir haben es jetzt mal genannt VDS Digital Fitness Challenge, weil es jetzt nicht ein Vortrag sein soll, weil es nicht ein einmaliges kurzes Aufflammen sein soll, sondern weil wir das über 2019 ziehen wollen, 2020 und hier den Sportfachhändlern Unterstützung auf den unterschiedlichsten Bereichen geben wollen. Was heißt das jetzt, Digital Fitness Challenge? Den Ablauf möchte ich Ihnen hier ganz kurz vorstellen. Also die erste Runde, der Kickoff für dieses Training ist heute auf der ISPO. Wir werden beginnen, wir werden starten. Wir werden hier auch noch einige Experteninterviews führen. Und wir laden alle aus dem Sportfachhandel ein, hier mitzumachen, aktiv zu werden und vielleicht auch an diesen Experteninterviews noch teilzunehmen. Was ich noch machen werde nachher, ich werde versuchen, Ihnen diesen Selbstcheck des VDS für den Sportfachhandel kurz zu skizzieren. Ganz kurz, meine Redezeit ist begrenzt und wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze abläuft. Wir haben 2 Checks eigentlich im Package, im Trainingsprogramm. Das ist einmal der Digital Fitness Check für die Unternehmen, was dann an die CEOs, an die Vorstände, an die Geschäftsleitung geht und, weil wir gesehen haben, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wir brauchen unbedingt die Mitarbeiter. Also eine Digitalisierung ohne die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird einfach nicht funktionieren. Dessen sind wir uns bewusst geworden, das zeigen auch unsere ganzen Auswertungen. Ich brauche die Mitarbeiter, sonst wird das alles nicht funktionieren. Ich muss die mitnehmen, ich brauche eine gute Mannschaft, um diese Challenge zu bestehen. Nach der ISPO beginnend werden wir dann bis zum Juni beide Checks auswerten. Wir hoffen natürlich auf eine große Teilnahme aller VDS-Mitglieder und auch aller anderen Sportfachhändler, die sich bei dieser Challenge anschließen. Und bis zum Juni werden wir es geschafft haben, dann diese beiden Checks ausgewertet zu haben. Und wir werden dann im Juli auf der ISPO Digitize Ergebnisse präsentieren und eben nicht nur präsentieren, was haben wir da analysiert, sondern wir wollen flankierend praktisch ja, ab jetzt schon uns überlegen, wie können wir als VDS auf der ISPO Digitize im Juli die Ergebnisse nicht nur präsentieren, sondern eben auch Ihnen Workshops und Hilfestellungen, kleine Snackables anzubieten. Und dazu haben wir auch ein Expertenteam zusammengestellt, das jetzt für die erste Runde hier paar besteht. Das ist einmal Stefan Herzog, das bin ich, das ist mein Kollege Professor Dr. Andreas Schöler, was ich vorher gezeigt habe. Es ist Jochen Schnell und es ist Hermann Demmel. Und dieses Team neben Stefan Herzog versucht das Ganze jetzt, diese Challenge zu pushen. Okay, ganz kurz, was macht der Digital Fitness Check des VDS? Was machen wir da? Und ich will Ihnen einen kurzen Einblick geben, was der Andreas und ich
Was wir hier entwickelt haben, das Ganze ist eben ein Management-System, Sie sehen es hier. Sie sehen es auch in unterschiedlichen Publikationen, das finden Sie auch auf unserer Webseite von Andreas und mir, da haben wir die ganze Herleitung hingeschrieben, aufgeschrieben, skizziert und auch ein paar Artikel dazu und auch ein paar Buchveröffentlichungen von uns zu diesem Thema. Ziel ist es, mit diesem Reifegradmodell den Reifegrad eines Unternehmens hier im Sportfachhandel festzuzurren. Ein Ausgangspunkt wie beim echten Training. Ich kann nicht einfach in einem Marathon oder ich kann nicht einfach in einem Box oder in einen Ringkampf reinmarschieren, ohne zu trainieren und ohne zu wissen, wo stehe ich. Und jedes Training beginnt eben mit einem Ist-Zustand, mit einem kleinen Check. Wo bist du? Wo stehst du? Was kannst du nicht? Und wo sind deine Schwachstellen? Wo müssen wir dich an die Hand nehmen? Wo können wir dich unterstützen? Und wo können wir dich trainieren? Wichtig dabei war uns die Reduktion auf das Wesentliche. Das Modell sieht zwar sehr komplex aus, werde es gleich vorstellen, ist aber in sich eigentlich sehr, sehr, sehr einfach und auch sehr, sehr praktikabel durchzuführen. Wenn man das Modell sich anschaut, haben wir natürlich im Fokus, im Zentrum den Kunden. Das sagt natürlich jeder, Fokus Kunde, Kunde im Mittelpunkt, jeder kümmert sich um den Kunden. Wer draußen in der Praxis arbeitet, weiß, dass der Kunde nach wie vor immer noch hinten runterfällt. Und auch die letzten Auswertungen, die wir gemacht haben in diesem Bereich, die großen Probleme sind eigentlich nicht die Digitalisierung. Die großen Probleme ist, dass die Unternehmen ihre eigenen Kunden nicht kennen. Wir kennen ihre eigene Bedarfsgruppe nicht, sie kennen die Wünsche nicht. Es scheint so, aber das ist meine subjektive Meinung, dass die Digitalisierung, die Veränderung, die Transformation, die jetzt ansteht, dass da das große Problem nicht die Technik ist, sondern das große Problem ist, dass man seinen Kunden nicht kennt. Und das ist eigentlich ein ganz banales, analoges Problem, das mit Digitalisierung nichts zu tun hat. Ja, also im Fokus steht der Kunde in diesem System, da hat sich nichts geändert. Das heißt, die Aktivitäten, wir schauen uns dann an, was ist das veränderte Erleben und Verhalten der Kunden, ihrer Kunden, was wollen die? Sie sind always on, sie sind im Internet, sie sind mobil. Gerade das Mobile hat in dermaßen in den letzten Wochen, Monaten zugenommen. Das heißt, es ist nicht mehr Mobile First, sondern wer die ganzen Publikationen von Google liest, der weiß, das heißt Mobile Only. Das heißt, wenn sie nicht mobil unterwegs sind, dann ist es so, als wenn sie einfach nicht existieren in dieser oder auf diesem digitalen Spielfeld. Ja, wir kümmern uns dann auch unsere Experten um diesen inneren Kreis, also um den strategischen Part. Das heißt, es sind alle klassischen Managementaufgaben, die Sie alle kennen. Da ist nichts Neues dabei. Frage ist, ob es halt wirklich in den Unternehmen gelebt und gemacht wird. Und diese Grundstruktur im Management hat sich eigentlich auch nicht verändert, sondern muss halt wirklich gelebt werden und muss halt die Digitalisierung und diese Dinge beachten. Dann schauen wir uns natürlich an, wie dieses Modell von den externen Faktoren verändert wird. Das ist dieser äußere Kreis, also die Megatrends. Megatrends, die natürlich das Verhalten der Menschen verändern. Und dann haben wir die Handlungsfelder. Ich habe Ihnen jetzt hier mal angeklickt, das Handlungsfeld Verkauf und Service. Das heißt, wir schauen dann beim Unternehmen hinein und sagen, wie sieht es denn dein Handlungsfeld Verkauf und Service aus? Wie bist du da aufgestellt im Bereich Produkt, Dienstleistung? Wie sieht es aus? Wie kommen die Produkte von dir zum Kunden? Verkaufst du rein im POS, online oder bist du im Omnichannel oder traust du dich sogar in den E-Commerce in einen Online-Shop einsteigen? Das zweite Handlungsfeld haben wir genannt Infrastruktur und Organisation. Da geht natürlich sehr, sehr viel um die Führung, um das Personal und all die Dinge, die eine Organisation braucht, um in dieser digitalen Welt Bestand zu haben und dann eben auch Fortschritte zu machen. Und der dritte Bereich in unserem Check konzentriert sich hauptsächlich dann auf den Kunden und es geht hier um den Kauf, um das Kundenerlebnis. Also was sind wirklich die Sollerlebnisse des Kunden? Und hier, vielleicht ganz kurz, Sie wissen das oder Sie merken das oder Sie spüren das, die Kunden werden immer schizophrener, die werden immer hybrider. Die Kunden wollen eigentlich alles. Die Kunden wollen sie am Point of Sale sehen. Die wollen am Point of Sale die Haptik anlangen. Die Rache des Analogen schlägt hier zu. Sie wollen aber genauso, dass sie online auffindbar sind, dass sie vielleicht einen Online-Shop haben, etc. etc. Also der Kunde unterscheidet nicht mehr zwischen
No-Line, also er nennt es No-Line, weil er eben nicht mehr unterscheidet zwischen Offline und rein Online. Also diese Punkte haben sich nicht geändert in unserem Check. Was wir aber gemacht haben, ist jetzt mit Blick auf den VDS, gemeinsam mit dem VDS, gemeinsam mit Stefan Herzog und anderen Experten, haben wir diese ganzen Bereiche natürlich jetzt speziell auf den Sportfachhandel fokussiert. Ja, das ist das Modell, dahinter steht eine riesengroße Fragenbatterie, die wir immer noch schleifen, weil wir gesagt haben, es ist ein Prozess, deswegen noch ein paar Experteninterviews, auch hier noch auf der ISPO. Und dann werden wir beginnen mit der Auswertung, mit dieser Fragenbatterie, um Ihnen dann die Ergebnisse zu zeigen. Der zweite Check, ganz, ganz wichtig, den haben wir jetzt neu dazu adaptiert, weil das eine ohne das andere eben nicht funktioniert. Das heißt, wir haben gesagt, lass uns doch mal eine Etage tiefer gehen in unserem Modell, und so ist es auch angelegt, dass wir einfach mal eintauchen und sagen, naja, schauen wir doch mal auf die Führung und auf das Personal, weil das ja ein wichtiger Punkt ist in der Infrastruktur und in der Organisation. Das heißt, es kommt eigentlich, wie ich schon gesprochen habe, auf die digitale Fitness Ihrer Mannschaft kommt es an, und Sie müssen Ihre Mannschaft mitnehmen, sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Ihre Führungskräfte, weil diejenigen praktisch das Vermögen haben, um über die Leistungsfähigkeit zu entscheiden und weil das die Menschen sind, die sich bei der Digitalisierung einbringen. Wie machen wir das? Hier greifen wir auf ein Modell von meinem Doktorvater zurück, bei dem ich promoviert habe, das ist der Rosenstiel. Andreas und ich, wir haben dann daraus entwickelt eben diesen Fitness-Check für Mitarbeiter, der eben mehrere Bestandteile hat. Einmal schauen wir uns an, weil die Mitarbeiter kennen und können. Was kennen die, was können die, was wollen die auch wirklich, sollen und dürfen, was dürfen die eigentlich im Unternehmen und welche Möglichkeiten und Rahmenfaktoren grenzen vielleicht diese ganze Vorgehensweise ein. Hier haben wir sehr viel gemacht, wir haben auch schon bei unterschiedlichsten Firmen, großen und kleinen Firmen, sehr, sehr viele von diesen Fitness-Checks der Mitarbeiter durchgeführt. Und vielleicht ganz kurz, was meinen die einzelnen Bereiche? Kennen und können meint also die fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen des Mitarbeiters, sich in diese Digitalisierung wirklich einbringen zu können. Weil sie können große Strategien machen, wenn sie das Zeug nicht implementiert bekommen, wird es einfach nicht funktionieren. Unsere bisherigen Bestandsaufnahmen von Andreas und mir zeigen eigentlich immer das gleiche Bild. Ja. Man kann nicht per se davon ausgehen, dass die Mitarbeiter, wenn eine digitale Steuerungsstrategie vorhanden ist, dass die Mitarbeiter das auch verstehen oder dass sie auch wissen, worum geht es da eigentlich. Und es wird schlimmer, je größer das Unternehmen ist. Oft ist das Zielbild nicht bekannt. Ja, also meistens hätten wir eine Digitalstrategie und in vielen Fällen ist das Zielbild auch nicht bekannt oder wird nicht umfänglich verstanden. Aber wenn das nicht verstanden wird, dann können Sie auch keinen Handlungswillen bei den Mitarbeitern auslösen. Mit Blick auf das Kennen, ja, aus unserer Sicht, müssten sich die Firmen oder müssten folgende Fragen, die wir dann auch in den Fitness-Check mit einbauen, eigentlich beantwortet werden. Wie gut haben unsere Mitarbeiter unser digitales Zielbild verstanden? Und wie gut kennen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich das, was wir schon intern im Hause umsetzen? Viele Sachen von uns zeigen, dass da an allen Enden was gemacht wird, wie ganz viele lose Kabel, aber die werden nicht zusammengeführt in einen Stecker und viele Abteilungen wissen, die Abteilung A weiß nicht, was Abteilung C macht, seit einem halben Jahr. Oft werden Sachen doppelt gemacht und es fehlt eigentlich die interne Kommunikation. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das individuelle Können. Ja, was kann denn der Mitarbeiter wirklich, dass er sich einbringen kann im Tagesgeschäft und in dieser Veränderung, in diesem Change? Auch da werden wir einen großen Wert drauf legen. Typische Fragen, ganz einfach welche herausgegriffen, die in dieser Fragenbatterie dann vorhanden sind. Wie gut können unsere Mitarbeiter ihr eigenes fachliches Wissen einschätzen? Welchen Weiterbildungsbedarf zu digitalen Kompetenzen sehen unsere Mitarbeiter selber? Und wo liegen derzeit die größten Defizite in dem Unternehmen bei dem Grundlagen-Know-how oder eben auch bestimmtes Experten-Know-how, das notwendig ist? Also das muss aufgedeckt werden. Wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, wird eine Digitalisierung, eine Transformation sehr, sehr, sehr schwierig. Was sind die möglichen Maßnahmen?
einmal Intensivierung der Kommunikation intern zur Digitalstrategie, positive Besetzung der Digitalisierung in Unternehmen, meistens durch eigenes internes Marketing. Wir müssen natürlich auch Marketing im Haus selber machen für das Thema Digitalisierung und nicht hoffen, dass das eigentlich immer alles von selbst passiert. Nächster Punkt, Entwicklung, Anreichung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen. Also wir haben gesehen, dass es eben auch hier sehr, sehr viel Not tut, die Leute mitzunehmen mit unterschiedlichen Lernmethoden und Angeboten, damit eben diese Digitalisierung auch zu stemmen ist. Dann kurz das Wollen. Was meint Wollen? Wollen des Mitarbeiters meint die Bereitschaft, sich jetzt wirklich einzubringen und mit dieser Veränderung mitzugehen, diese Veränderung mitzugestalten und eben auch vielleicht alte Zöpfe abzuschneiden und von alten Prozessen und Arbeitsweisen eben auch bewusst Abschied zu nehmen. Auch hier, was der Andreas und ich bis jetzt herausgefunden haben, wir erkennen ein sehr, sehr starkes heterogenes Bild. Auf der einen Seite die Bereitschaft, sich voll reinzuhauen, voll mitzumachen, voll hier mitzutrainieren, voll mitzuarbeiten. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch in diesen Befragungen oft teilweise Resignation nach, da haben wir schon was probiert, wir haben schon probiert, wir haben was eingebracht, wer mitgemacht hat, keinen interessiert, ist wieder hinten runtergefallen, das Thema. Also zwischen euphorischen, jetzt geht's auf, wir machen es, wir tun was, wir bringen uns ein, eben bis zur Resignation, teilweise Reaktanz, wo die Mitarbeiter dann eben sagen, es ist mir eigentlich jetzt, wenn ich ehrlich bin, scheißegal, change mich am Arsch, ich mache meine 2-3 Jahre noch und dann bin ich ja sowieso weg. Oder ich werde eben wegdigitalisiert. Das sind so die zwei dichotomen Felder, die wir beide da eben erkannt haben. Die Leitfragen auch hier, wie hoch ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, eben diese digitale Transformation überhaupt mitzutragen? Und wie groß sind die Widerstände im eigenen Haus? Und wie groß sind die Widerstände vielleicht bei den Mitarbeitern und warum? Und was sind die Hintergründe, die vielleicht zu dieser Ablehnung geführt haben? Und wie kann man die eigenen Mitarbeiter in Zukunft eben für diese Digitalisierung begeistern? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch zu dem Thema Wollen. Wie gehen wir mit den Ängsten um? Das haben wir auch festgestellt, dass natürlich viele, viele, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen ganzen Prozessen enorme Angst haben. Was passiert mit mir? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Wie kann ich mich in Zukunft da festhalten? Einkrallen, was Neues bringen, mich nicht weg zu digitalisieren. Ja, also was sind die Maßnahmen zur Intensivierung oder zur Steigerung von diesem Wollen? Wir empfehlen einmal die interne Kommunikation zu stärken und zu intensivieren, auch einen Raum dazu zu schaffen, mit diesen Themen sich zu beschäftigen, mit den Ängsten umzugehen, diese Ängste anzusprechen und eben auch diese Veränderung und die Intensität im eigenen Haus zu thematisieren. Und der letzte Punkt, da bin ich gleich am Ende, weil ich immer schon Zeichen blieb, 20 Minuten, das ist für einen alten Mann richtig schnell, 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 schnell. Also das letzte war das Sollen und Dürfen, was wir hier prüfen. Und damit meinen wir die erlebte und subjektiv verstandene Auftrag, sich in diesen Entwicklungsprozess einzubringen. Also was passiert wirklich auf Mitarbeiterseite? Was sollen die und was dürfen die? Ja, und welche Ressourcen werden für diese Digitalisierung bereitgestellt und was erwartet man von den Mitarbeitern? Also hier geht es um die gefühlten Rechte, was darf ich tun? Alles sehr, sehr, sehr kritisch beleuchtet. Und auch hier sehen wir in den Auswertungen, dass eben oftmals hierarchische Strukturen da eben eine Weiterentwicklung bremsen, um vielleicht auch eine gewisse Fehlerkultur, so wie in jedem Training wird man sich mal eine blutige Nase holen, aber da muss ich meine Mitarbeiter und mein Team auch einräumen, dass es mal einen Fehler machen darf und das muss man eben auch intern zu kommunizieren. Die letzten zwei Folien, vor diesen Hintergründen sind dann die Leitfragen für Sollen und Dürfen, welche expliziten Erwartungen gibt es, in welchem Umfang sind individuelle Ziele und die Anforderungen, die sich eben aus dieser Transformation ergeben, auch miteinander verknüpft. Oft stellt man fest, dass das alles, wie gesagt, bloße Enden sind, die nirgends zusammengeführt sind und man wundert sich, warum man keine Schlagkraft bekommt.
wie soll man mit Fehlern umgehen und kann man auch informationsübergreifend mit unterschiedlichen Teams arbeiten. Ja, dann explizite Klärung von Rollen. Versuchen Sie das hinzubekommen. Versuchen Sie auch, das erwünschte Verhalten auszuzeichnen, dass die Leute wissen, da sollen wir eigentlich hinmarschieren. Und dann eben, was sind die Formulierungen von Zielen der Digitalisierung? Das kriege ich da oben hin, aber zwei Folien habe ich noch. Da gibt es eben eine Fragerunde ein bisschen mehr, aber dann ist es in sich abgeschlossen. Der letzte Punkt sind dann die Möglichkeiten. Hierum geht es, wie viel Spielraum die Organisation oder Sie Ihren Mitarbeiter wirklich geben, sich jetzt hier einzubringen. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass hier auch immer sehr, sehr viel Kritik kommt zu digitalen Entwicklungsprozessen, dass eben auch hier mangelnd informiert wird und wenn dann oder vielleicht auch versteckt kommuniziert wird, man gar nicht weiß, was läuft im eigenen Unternehmen. Kurz diese Folie in zwei Sätzen. Wir plädieren dafür, Sie müssen das ein internes Marketing betreiben. Sie müssen auch aus Sicht von Mitarbeitern und Führungskräften derartige Schulungsangebote bieten, Ihren Mitarbeitern, Ihren Führungskräften, um die Fragen zu klären, wie können Mitarbeiter und Führungskräfte in Zukunft besser beteiligt werden, wie kann gezielt und ohne Informationsüberlastung hier informiert werden und welches Schulungsangebot und auch neue Formen können wir in Zukunft an Weiterbildungsprogrammen einbauen. Gut, bin ich vielleicht eine Minute drüber. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt haben wir noch 8 Minuten oder 10 Minuten, je nachdem, wann Sie mir da oben den Hahn abdrehen für Fragen zum Thema oder wenn Ihnen noch irgendwie was unklar ist. Fragen, Fragen. Also wie gesagt, das ist der Auftakt. Ja? Das, Sie sind alle dazu herzlichst eingeladen. Es soll ein Prozess sein, ein Prozess. Darum haben wir es Challenge genannt, die eben nicht nur heute ist, nicht nur die nächsten Tage, sondern es soll über das ganze Jahr laufen, eben mit dem Fokus im Juli und dann eben auf der ISPO Digitize dann eben auch Workshops, Hilfestellungen mit Experten zu unterschiedlichen Themen anzubieten, wo wir einfach Lücken erkennen oder wo wir wissen, dass die Unternehmen da noch Schwierigkeiten haben. Keine Frage, hätte ich auch länger reden können. Also, wo sind Fragen? Oder ist alles so klar? Wenn ich da draußen in die Praxis schaue, sehe ich, dass alles gar nicht so klar ist. Nein, der Zettel war zu früh. Jetzt sind wir aber just in time. Also, wenn keine Fragen mehr da sind, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie zugehört haben. Wir sind auch die ganzen nächsten Tage da. Sie können auch immer über den VDS sich informieren, auch über die neue VDS-Webseite, was in Zukunft alles geboten wird. Wir werden auch unsere Unterlagen, der Andreas und ich, einerseits aus unseren Forschungsarbeiten den VDS zur Verfügung stellen. Und der VDS hat natürlich auch ganz, ganz tolle Angebote, jetzt schon. Das heißt, Sie müssen nicht für diese Fortbildung und für die Power bis zum Juli warten. Wir haben ein gutes Expertenteam, wie ich Ihnen vorher auch kurz vorgestellt habe, zu den unterschiedlichsten Bereichen und da würden wir Sie alle eben gern unterstützen und ja, also geben Sie sich einen Ruck, jammern Sie nicht immer nur, dass das und das nicht funktioniert, sondern steigen Sie ein in die Challenge, holen Sie sich eine blutige Nase, probieren Sie was aus, gerade in einer digitalisierten Welt und in einer digitalen oder gerade auf dem digitalen Spielfeld geht es nicht anders, ohne dass man eine in die Fresse kriegt und ohne dass man sich eine blutige Nase holt. Und darum geht es, eigentlich geht es in dem ganzen Spiel nur, wer kann das meiste einstecken und wer kann mit dieser Digitalisierung wieder aufstehen und weiterentwickeln. Und wenn Sie diesen eigenen Lernprozess nicht mitmachen, ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen sind oder ein größeres Unternehmen aus dem Sportfachhandel, das wird Ihnen, das steht Ihnen bevor, jetzt schon. Für viele ist es sogar schon zu spät und das ist die Zukunft. Also starten Sie Ihre eigene Challenge mit uns, mit dem VDS. Und jetzt bin ich wirklich am Ende. Vielen Dank und ja, noch ein paar schöne Tage hier auf der ISPO. Dankeschön.